Hallo, hier ist wieder euer Weehawk. Ich begrüße euch zurück bei Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Yeah. Wir sind im Hero-Mode bzw. Sim-Dragon-Modus aus Tenkaichi 3 angekommen. Ja, nur dass das alles nur ein bisschen Xenoverse-mäßiger abläuft. Und wir jetzt mit einem Namekianer Time Patroller unterwegs sind, der sich bisher gut geschlagen hat. Aber wir haben ja auch erst 2 Kämpfe gewonnen bisher. Ja, und nach einem harten Kampf, denke ich, ist es erstmal an der Zeit, dass wir uns ein bisschen ausruhen, oder? Erstmal wieder auf 100% kommen und dann mal gucken, wie wir weiter trainieren. So, sehr schön. Also unsere Werte sind ziemlich mittelmäßig, aber auch ziemlich gleichmäßig. Also ich würde jetzt einfach mal... Wir haben uns jetzt ausgeruht. Eigentlich könnte ich mir vorstellen, es ist natürlich immer ein bisschen Glückssache, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht wirklich mal auch aufs General Training gehen können. Also sprich, wirklich ans Maximum gehen, dass wir da vielleicht beide Werte nochmal pushen. Oh, heilige Scheiße. Ey, das hat sogar richtig gut funktioniert. Oh, ist das großartig. Ich bin fast auf... Kann ich mich einfach nur noch ausruhen jetzt bis zum... bis zum nächsten Kampf. Ja, wobei, wenn ich jetzt mich 7 Tage noch ausruhe, dann, ja, ist das natürlich alles wieder für die Katz gewesen, das Training. Ach, ja. Na gut. Machen wir ein bisschen Attacke. Oh shit! Ich hab Defensive ausge... Das bringt natürlich jetzt überhaupt nichts. Oh. Ja toll, ich war ja schon auf 30 mit der Defensive. Ich habe es falsch jetzt ausgewählt, Mann. Na gut, jetzt aber. Offensivtraining bitte. Wuhu! Holy shit! Okay. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Damit sind wir wirklich fast beim Maximum angekommen. My power is maximum! Genau. Mache ich jetzt ausruhen oder... Na, wir erkunden mal nochmal eine Runde. Vielleicht finden wir was Schönes. Mr. Popo oder so. Jo! Na, 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 den, den. Na, 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 den, den. Sehr schön. Eigentlich würde ich mich jetzt nur noch ausruhen, oder? Ja, ich glaube, jetzt ruhen wir uns aber auf jeden Fall mal aus, dass wir ein bisschen Energie zurückbekommen. Das ist nämlich auch super wichtig. Ja, und bei 28 von 30 weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was ich groß trainieren soll. Sollen wir mal einfach mal ein bisschen in den Urlaub fahren? Ein bisschen exploren? Hey, ab in den Süden! Hey, Bulma! Endlich wieder neue Mission 100 oder Parallelquests für uns. Ja, komm, kauf ich. Ein super Z-Drink. Oh ne, das ist was anderes. My body has become strong. Okay. Sehr schön. Ah, so muss das sein. Gucken wir mal, was noch so in der Welt los ist. Lunch. Ach du Scheiße. Immer noch besser als Dinner. Oh nein, die ist dabei zu niesen. Schönes Wetter, oder? Wenn ich jetzt No sag. Ich gebe auf Yes. Oh, ein Glück. Ein Glück. Ein Glück, alles gut gegangen. So, wir sind bei 100%. Was? Wir könnten jetzt exploren, wir könnten aber auch nochmal gucken, ob wir unsere Defensive auch nochmal auf 30 kriegen, oder? Obwohl, da geht der Angriff wieder runter. Das ist eigentlich gehuppt wie geduppt, ne? Sagt man ja immer so schön. Und das hat mir überhaupt nichts gebracht. Scheiße. Okay, das war jetzt mal ein Fehler gewesen. Na gut, dann ruhen wir uns vor dem großen Kampf nochmal aus. Sehr schön.
Also mit Werten von 28 von 30 bei beiden kann ich wirklich, da kann ich wirklich absolut mit leben. Wundervoll. Absolut wundervoll. Battle 3 steht an. Okay. Mira, dir werde ich es zeigen. Super Namekiana. Ja, ja. Okay, dadurch, dass wir unfassbar gut trainiert sind, ging das jetzt echt schnell. Und der dritte Kampf war kein Problem. Das ist gut. Ich könnte natürlich jetzt aufhören und meinen Highscore speichern, ne? Aber ich denke, ich will definitiv Kid Buu besiegen. Bei 84% bin ich ja eigentlich ganz gut dabei, ne? Aber ich werde trotzdem mich mal ausruhen. Man weiß nie, wozu es gut ist. Sollen wir das nochmal dasselbe machen? Erst ausruhen, dann aber General Training. Irgendwann geht's schief. Nein? Guckt sich das einer an. My power is maximum. Prima. Okay. Ja, was mache ich jetzt? Ich glaube, exploren, oder was? Was soll das? Kann ich jetzt nicht machen. Eine Kapsel. Wunderbar. Und nochmal exploren. Was haben wir jetzt? Oh nein, Mr. Popo! Oh shit. Das wird böse, oder? If you want to become stronger, you... Nein. Das ist eine Stimme, die passt dir mal überhaupt nicht. So, wenn du stärker werden willst, solltest du mit mir im Raum von Zeit und Geist trainieren. Jo, machen wir. Gutes Training, würde ich sagen. Das hat sich wieder voll gelohnt. Also wenn ich meine Werte so auf Maximum halten kann, ist ja alles wunderbar. I barely recognize you. Well done. Schön. Haben uns gut auf den nächsten Kampf vorbereitet bisher. So. Wir bleiben beim Exploren, weil was soll mir jetzt großartig Training noch bringen? Mr. Popo schon wieder. Was ist hier eigentlich los? Ja, komm. Ja, man sollte natürlich den Raum auch nicht allzu oft nutzen, ne? Ich weiß natürlich nicht, wie das hier im Sim-Dragon-Modus ist, ehrlich gesagt. So, wieder ausruhen. Sehr schön. 100%. Außer auf Tiernahrung. Und dann nochmal exploren. Komm, Mr. Popo. Mr. Popo. Mr. Popo. Naja, eine Kapsel auch nicht schlecht. Dann können wir fast defensives Training mal machen, oder? Ja! Holy shit! Also heute haben wir zumindest echt mal Glück, ne? Das ist richtig super.
So, noch einmal exploren und dann nochmal ausruhen und dann haben wir's. Hey Bulma, du alte Socke, du. Ich helfe dir sowas vor mit Geld. Analyze all the timeless scrolls of eternity. You can now access new battles in parallel quests. Sehr schön. Gut. Also läuft doch prima, Fox. Gut. 90%. Ich denke, einmal Training können wir noch machen. Einmal Attacke nochmal. Ah, hat was gebracht. Sehr schön. Und jetzt nochmal ausruhen vor dem großen Kampf. Sehr schön. Na also das sind doch fantastische Werte. Damit sollte es doch klappen. Die Zeit des großen Kampfes ist gekommen. Auf geht's. Vegeta. Okay. Immer wieder schön, ihn zu sehen. Kid Buu. Mein Nemesis aus diversen Budokai und Budokai Tenkaichi Spielen. Aber diesmal soll alles anders laufen. Du sagst das. Du hast völlig recht. Oh Junge, du hast völlig recht. Diesmal wird das aber sowas von klappen. Buh. Ja. Und das. Oh, was? Oh. Irgendwie hat das abgewehrt. Ich kann euch aber nicht sagen, wie. Ah, shit. Ah, shit. Ah, shit. Ja, er ist wirklich mein Nemesis. Das läuft jetzt nicht so, wie es laufen sollte. Deswegen bringen wir es auf die Art und Weise zu Ende. Vanish Oxy Action für dich, mein Freund. Sehr schön. Der Namekianer hat's einfach voll drauf. Gibt das noch einen B-Rang und ist eher ein C-Rang, ne? Oh, ein A-Rang, was? Wir trainieren natürlich weiter. Komm, oder? Alles oder nix. Wer weiß, ich will wissen, wer der fünfte Gegner ist, mal abgesehen davon. Holy shit, ist das super. Richtig gut gelaufen. Nochmal ausruhen. Und wieder das übliche General Training. Oh, perfekt. Also, solange sich das so bewährt, behalte ich das so bei. Das ist ja richtig super. Mr. Popo? Bulma! Auch nicht schlecht. Bulma ist immer gut. Wow. Sehr gut. Und nochmal exploren. Auch noch so eine Sache mit der Kapsel, ne? Ruhen wir uns erstmal aus. Oder? Da vorbei bei 85%. Nochmal exploren, würde ich sagen. Hey, nochmal Bulma. Ich fess zwar hier ordentlich meine Z. Meine Zeddys los, aber egal. Sehr schön. Ist das wirklich so? Schalte ich so nach und nach alle frei? Also, ich hatte das ja jetzt schon 3 oder 4 Mal. Oder sogar öfter jetzt, ja. Schalte ich dann echt jedes Mal was frei? Oder müsste ich theoretisch... Mal angenommen, ich verliere jetzt im fünften Kampf. Die werden ja da nicht weg, ne? Also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie es genau funktioniert. Ich hatte, glaube ich, noch nie alle Missionen 100 freigeschaltet. Das hatten wir auch im Let's Play damals, glaube ich, nicht gemacht. Na gut. Aber egal. Ich würde mal... Jetzt geht die Stimme weg. Ich würde mal sagen...
Wir brauchen uns immer noch nicht ausruhen, ne? Entweder machen wir jetzt mal Defensivtraining oder wir ruhen es noch, oder wir erkunden noch mal ein bisschen. No, TNT. So. Immer noch nicht wirklich viel verloren, ne? Machen wir mal Defensivtraining. Ah, hat ein bisschen was gebracht. Sehr schön. Noch einmal exploren. Hey, Supreme Kai of Time. Looks like you're trained hard. Here, I'll heal you. Oh, ist das cool. Also, läuft ja wirklich super bisher. Okay. Ich glaube, ich bleibe bei Explore. Ich glaube, auch mit 36 Energie, Angriff oder 35 würde ich es hinbekommen. So, und dann nochmal ein letztes Mal ausruhen. Ich denke, das sind gute Werte. Wichtig ist, dass wir volle Energie haben. Also den Vorteil möchte ich den Gegner nicht geben, dass ich da irgendwie mit weniger Energie reingehe. So, sehr schön. Wir finden raus, wer der fünfte Gegner ist. Ich bin echt gespannt. Wird eben mal Zeit, dass irgendwas Hartes kommt wie Broly oder Bojack oder was weiß ich was. So Typen, die ganz, ganz schwer wegzuboxen sind. Mal schauen. Wer könnte es sein? Golden Freezer vielleicht? Wenn wir hier sind? Tova! 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 Shit, nicht zusammenreißen. Zusammenreißen. Ah. So. Ja! Perfekt, 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 perfekt. Gut, dass sie das gemacht hat. Wow. Und direkt die Erde zerstört. Die Erde ist ja heiß, Herr Lustig. So gehört sich das. Sehr schön. Besser hätte es kaum laufen können. Also der Namekianer entpuppt sich bisher als absoluter Glücksfall hier im Sim-Dragon-Modus. Aber das muss natürlich nicht so bleiben. Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals 5 Kämpfe geschafft habe im Sim-Dragon-Modus, ehrlich gesagt. Oder Hero-Mode ist hier halt. Wir machen weiter, komm. Das ist natürlich jetzt hier. Irgendwann geht's schief, aber... Naja, warum nicht? Aber wie unser Training weitergehen wird, Leute, ich würde mal sagen, das erfahrt ihr im nächsten Part vom Sim-Dragon-Modus, beziehungsweise vom Hero-Mode. Bis zum nächsten Mal, euer Weehawk.